الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين أما بعد liebe Geschwister im Islam heute werde ich über einige Fehlverhalten reden von der Frau in ihrem Haus das Haus des Muslims das eigentlich aufgebaut sein sollte auf das Buch von Allah SWT, der Koran und auf die Sunna des Propheten Muhammad SAW, die Praxis des Korans. So sollte das Haus im wirklichen Sinne sein. Deswegen, schon beim Anfang, wenn man heiratet, gab uns der Prophet Muhammad SAW Ratschläge, wie man heiratet. Oder wen man wählt zum Heiraten. Weil, wie gesagt, die Basis des Hauses ist das Buch von Allah und die Sunna des Propheten Muhammad SAW. Deswegen sagte er zu demjenigen, wenn du heiraten willst, dann halte an die, die sich an die Religion hält. Warum? Damit das Haus nach der Religion aufgebaut wird. Nach dem Islam aufgebaut wird. Ein islamisches Haus sollte dein Haus sein. Genauso zu der Frau, sagte er zu den Angehörigen der Frau, wenn euch jemand kommt, und ihr akzeptiert seine Religion und seine Charakter, seine Akhlaq, dann gibt ihn zum Heiraten. Das heißt, er hat das bei dem Mann, bei der Frau abhängig gemacht von der Religion. Deswegen, das Haus des Muslims muss auf der Religion aufgebaut sein, auf den Koran und der Sunna. Und auch wenn sie heiraten, hörst du viele, sagen, ich will nach Koran und Sunna heiraten. Ich will mein Haus nach Koran und Sunna sozusagen führen. Aber leider, wenn die dann verheiratet sind, sieht man die Fehler und sieht man dieses Fehlverhalten, der gegen Koran und Sunna ist. Und diese Khutbah und die vorigen Khutbah sage ich nicht, um zu zeigen, dass die Frauen schlecht sind. Nein, ich sage das mit der Niyya, mit der Absicht, dass wir unsere Häuser korrigieren, dass wir zurückkehren nach dem Koran und Sunna, dass wir in Wirklichkeit haben wir ein Ziel vor Augen. Alle, Männer und Frauen, wir haben ein Ziel vor Augen, dass wir ins Paradies gelangen und dass wir den Wohlgefallen von Allah SWT bekommen. Und dieser Ruf und diese Khutbah und diese Bemühung ist dafür, damit wir diesen Weg gehen. Damit wir gewarnt sind von falschen Wegen. Auch wenn es gegen unser Gelüst ist. Auch wenn es schwer fällt. Diese Schwierigkeit ist das, was du dich sozusagen dafür vorausgeben solltest. Wo du dich bemühen solltest, den Weg für Koran und Sünde zu gehen. Deswegen, wenn man fragt, ich will einen Mann nach Koran und Sunna, das bedeutet, deine Basis sollte Koran und Sunna sein. Und deswegen rede ich über einige Fehlverhalten, die gegen Koran und Sunna sind, die nicht von Koran und Sunna sind. Im Gegenteil, die Lösung für dieses Fehlverhalten ist im Koran und Sunna. Der erste Fehlverhalten von der Frau, wie sie ihren Mann behandelt. Es gibt leider, bei vielen Frauen ist das verbreitet, dass sie ihre Männer schlecht behandeln, schlecht ansprechen. Es gibt Frauen, die schreien ihre Männer an, andauernd. Oder kaum regen sie sich auf, schreien sie ihren Mann, klagen die Tür gegen ihn. Oder machen Fehlverhalten. Und das ist ein Fehlverhalten im Koran und Sunna. So darf nicht eine muslimische Frau sein. Und ich gehe davon aus, dass alle wir, Männer und Frauen, wir lieben Allah. Wir lieben den Gesandten. Und wenn wir die lieben, dann sollten wir ihn gehorchen. Denn wenn wir Allah und seinen Gesandten lieben, dann sollten wir unsere Verhalten nach dem Verhalten von Allah, was Allah von uns will, nach dem Verhalten, was der Prophet von uns will und was er uns gesagt hat, was er uns befohlen hat, was er zu Sünde erklärt hat, da sollten wir unser Verhalten danach richten. Dieses Fehlverhalten, dass man seinen Mann falsch anredet,
falsch behandelt, das darf nicht zu einer Eigenschaft von einer Frau sein, die Allah und sein Gesandter liebt. Im Gegenteil, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat so geachtet auf das saubere Verhalten zwischen dem Mann und der Frau. Er sagte zu den Männern, staußu bin nisa'i khairan, haltet euch gut an die Frau. Aber er suchte auch die Probleme bei den Frauen und hat geguckt, wie sie ihre Männer behandeln. Er hat das sozusagen manchmal auch nachgefragt. Kam eine Frau an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat er sie gefragt, wie bist du zu deinem Mann? Wie verhältst du dich zu deinem Mann? Dann sagt sie, und das ist die Sunna, wonach die Frauen von Sahaba erzogen worden sind. Sie haben sich an der Sunna gehalten. Sie hat dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, ich sozusagen gehorche ihn und sozusagen stelle ihn zufrieden. Ich sozusagen tue mein Bestes gegenüber meinem Mann. So war die Antwort von einer Frau an den Sahaba. Wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam heute eine Frau fragt, wie bist du zu deinem Mann? Was soll sie sagen? Was soll sie sagen? Diese Frau sagte zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich tue alles, was in meiner Macht ist. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, schau und nehme Acht, wer ist dein Paradies oder dein Höllenfeuer? Dein Mann ist dein Paradies und dein Höllenfeuer oder dein Höllenfeuer. Deswegen, liebe Frauen, nehmt euch diese Lösung, diese Heilung für dieses Fehlverhalten vom Munde des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist nicht so, dass wir wollen, dass die Frauen sich gekränkt fühlen oder falsch fühlen oder so. Nein, aber es ist eine Heilung. Es ist sozusagen eine sozusagen Sicherheit, wenn man zurückkehrt zu den Wörtern vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass man sein Verhalten richtig hat zu Hause. Wenn du dieses Motto hast, diesen Spruch des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor dir hast, mein Mann ist mein Paradies, oder mein Höllenfeuer. Je nachdem, wie ich ihn behandle. Wenn ich schlecht zu meinem Mann bin, dann solltest du wissen, dass ein Weg zum Höllenfeuer. Wenn ich mich so gut wie möglich halte, gut zu meinem Mann, dann ist es mein Weg zum Paradies. Und das ist eigentlich der größte Ziel des Muslims. Alles andere, was er hier auf dieser Erde erlebt, ist eine Zwischenstation. Das Ende, was man anstrebt, ist das Paradies. Und man will gerettet sein von Höllenfeuer. Und so sorgt uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zu unseren Frauen, eine Nasiha. Wenn du den Weg des Paradieses gehen willst, dann sei gut zu deinem Mann. Das bedeutet, behandle ihn nicht schlecht. Schrei ihn nicht an. Verhalte dich nicht schlecht zu ihm. Im Gegenteil. Sollst du dich von deiner besten Seite zeigen gegenüber deinem Mann, abgesehen, wie er was macht, ob er alles richtig macht, ob er was falsch macht. Sei du derjenige, der den Weg des Paradieses sucht, indem man das Beste macht und das beste Verhalten zu ihrem Mann zeigt. Wenn das die Frauen erreichen, dann haben sie, wallah, vor sich einen Weg des Paradies. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn die Frau ihre 5 Gebete einhält und ihren Monat fastet und ihre Geschlechtszeit hütet und ihrem Mann gehorcht, wird sie von dem Tor von Paradies eintreten, was sie möchte. Ist eine Garantie, ins Paradies zu gelangen. Deswegen, zeige dich von deiner besten Seite. Sei hübsch gegenüber deinem Mann. Sei sozusagen, wenn er auf dich schaut, soll er Zufriedenheit sehen. Und soll er zufrieden sein durch deinen Anblick, durch deine Ansprache, durch dein Verhalten, wie du ihn glücklich machst. Und das können die Frauen, wenn sie sich anstrengen. Deswegen dieses Fehlverhalten sollte korrigiert werden. Ein zweites Fehlverhalten, was auch leider verbreitet ist in vielen Häusern, dass man dem Mann nicht gehorcht.
Und heutzutage kommen vergiftete Gedanken, dass sich die Frau denkt, ja, ich bin doch frei, ich mache, was ich will. Aber das ist nicht die Denkweise von einem Muslim. Weil wenn man sich sagt, ich bin frei, ich mache, was ich will, natürlich, jeder Mensch kann sich den Weg wählen. Allah SWT hat zwei Wege gemacht. Weg zum Paradies, Weg zum Höllenfeuer. Allah hat niemanden gezwungen. Aber wir Muslime ergeben dafür Allah SWT, suchen den Weg des Paradieses und gehorchen unseren Propheten. Weil es ist ein Widerspruch, wenn man sagt, ich ergebe mich Allah, und dann sagt man, aber ich mache, was ich will. Das ist ein Widerspruch. Wenn du dich Allah ergibst, ergibst du dich deiner Religion, ergibst du dich den Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen gibt es Fehlverhalten auch unter den praktizierenden Frauen leider. Praktizierende Frauen denken, die Praxis ist das Gebet, Koran lesen. Du siehst, die bemühen sich in vielen Angelegenheiten, wie sie Allah anbeten, aber im Verhalten zu dem Mann und die Gehorsamkeit zu leisten, obwohl das eine der besten Ibadat ist. Und der Scheikh Islam Tarmiyyah sagt, nach Recht von Allah und seinen Gesandten gibt es nichts, was verpflichtend ist, als Recht von dem Mann gegenüber der Frau. Das heißt, bei der Frau nach Recht von Allah und Recht des Propheten kommt direkt der Mann. Sein Recht ist das höchste Recht von allen anderen. Und hier ein Hadith, der soll vielleicht Leute oder Frauen sozusagen das richtige Verständnis zu dem Gottesdienste, die sie für Allah leistet. Der Prophet Muhammad sagt, zwei, deren Gebete steigen nicht über ihre Köpfe. Warum beten wir? Die Frage, warum beten wir? Ist das nicht, damit wir die Belohnung für das Gebet bekommen? Damit wir das, was Allah uns versprochen hat, wenn wir beten, dass wir das bekommen. Riesenbelohnung. Vergebung von Sünden, Betreten des Paradieses und so weiter und so fort, sagt der Prophet Muhammad. Zwei, steigen ihre Gebete nicht über ihre Köpfe. Das heißt, nimmt Allah nicht an. Sie haben sich von Sünden gerettet, dass sie nicht beten, ja. Aber die Belohnung bekommen sie nicht. Oder bekommen sie wenig. Wer sind diese zwei? Sagt, das ist eine Zeit, wo er einen Sklaven gegeben hat. Sagt, wenn ein Sklave abhaut von seinem Herrn, bis er zurückkommt. Oder sich verweigert und so weiter und so fort. Und wenn eine Frau ihrem Mann nicht gehorcht, bis sie zurückkehrt. Das heißt, die in Widerspruch leben, wenn eine Frau betet, Koran liest und so weiter und so fort, kommt ihr Mann, sagt ihr etwas, sagt sie nein. Wie will sie die Belohnung bekommen, was sie erhofft hat bei ihren Gebeten und anderen Sachen? Das Gebet ist das Höchste, was der Prophet sozusagen verdeutlicht hat von Ibadah. Und sagt, steigt nicht über ihren Kopf. Deswegen, die Gehorsamkeit zum Mann ist eine Ibadah, ist ein Gottesdienst, wo sie Allah SWT näher kommt durch sozusagen Gehorchen ihres Mannes. Es kann ja sein, gibt es manchmal Fehlverhalten, der vielleicht nicht andauert oder der vielleicht manchmal passiert durch Streit oder so weiter. Davon rede ich nicht. Ich rede von Frauen, die das entweder als Prinzip gemacht haben oder nach Lust und Laune gehorchen. Wenn sie zufrieden sind, gehorchen sie. Wenn sie nicht zufrieden sind, dann wollen sie nicht gehorchen. Nein, das ist kein Verhalten. Das ist kein Leben. Das ist nicht die rechtschaffene Frau. Deswegen, das Gehorchen ist eine Pflicht. Dann gibt es noch eine Steigerung für Frauen, die ein sehr schlechtes Verhalten haben zu Hause, die sich erhöhen gegenüber dem Mann.
Das nennt man im Arabischen An-Nushus. Die sich höher stellen, die man gar nicht mehr sozusagen was sagen kann. Die haben das Sagen zu Hause. Sie lassen sich von niemandem was sagen. Und sie wollen den Mann wie sozusagen eine Frau behandeln. Du machst so und du sagst so. Und dieses Verhalten ist nicht nach Koran und Sunna. Wenn man sich eine Familie nach Koran und Sunna aufbauen will, dann hat man das Gegenteil gemacht. Und da sagt der Prophet Muhammad, um nur zu verdeutlichen, wie wichtig der Mann ist und wie die Frau ihren Mann ansehen sollte und was sie für ihn als Recht geben sollte, sagt der Prophet Muhammad, würde ich befehlen jemanden, dass er Sujud macht, eine Niederwerfung macht, zu jemandem anderen außer Allah, weil das in unserer Religion absolut verboten ist. Das gehört ja zu Schirk. Und aus Verehrung ist das auch verboten. Aber der Prophet Muhammad will etwas zeigen, will uns ein Verständnis geben. Wenn das erlaubt wäre, dann würde ich der Frau befehlen, Niederwerfung zu ihrem Mann machen. Warum? Weil so groß ist das Recht des Mannes gegenüber der Frau. Soll ihn verehren. Sie sollen ihn groß machen, nicht sich über ihn stellen. Das ist falsch. Falsches Verhalten. Und dann sagt der Prophet, machen wir es anders, der Hadith geht noch weiter, sagt der Prophet, schwört er, bei dessen Seele in seiner Hand ist, meine Seele in seiner Hand ist, schwört er bei Allah subhanahu wa ta'ala, die Frau wird niemals den Recht von Allah geben, bis sie den Recht von ihres Mannes gibt. So groß ist der Recht von dem Mann gegenüber der Frau. Und ich betone das nochmal. Ich sage das nicht, damit die Frauen sich fühlen, dass sie erniedrigt sind. Ich sage das nicht, um zu zeigen, wie sozusagen die Frauen falsch sind oder so weiter. Nein, ich zeige das, um zu korrigieren. Was zu korrigieren ist, damit wir ein Segen in unseren Häusern haben. Viele klagen von ihren Häusern. Viele kommen zu sozusagen Scheidungen. Viele sind nicht zufrieden. Viele spüren nicht mehr sozusagen den Geschmack von Iman und so weiter und so fort. Wonach ist das zurückzuführen? Zu dem Fehlverhalten im Koran und Sunna. Deswegen, ich sage das aus einem Grund, damit wir das korrigieren, damit wir zurückkehren, damit wir Segen in unsere Häuser bringen. Wenn die Frau starken Iman haben möchte, dann soll sie an diesem Recht und an diese Wörter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam festhalten, glauben, praktizieren und sie wird sehen, wie glücklich sie wird. Sie wird glücklicher als die Frau, die nicht gehorcht. Sie wird glücklicher als die Frau, die sozusagen Fehlverhalten in ihrer Ehe hat. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der glücklich macht und nicht glücklich macht. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der belohnt und der sozusagen für die Geduld der Frau belohnt. Und wie viele haben das ausprobiert und sind glücklicher als die anderen, die vielleicht hübsch sind, die sozusagen Geld haben, die aber sie haben in ihrem Eheleben versagt. Sie haben schlechte Kinder erzogen. Sie haben ihren Mann nicht behalten, wegen ihr Fehlverhalten. Deswegen, die Frauen, wenn sie sich nach Koran und Sunna richten und wenn das Haus repariert wird und korrigiert wird nach Koran und Sunna, wird der Segen reinkommen, wird die Zufriedenheit reinkommen. Ein weiteres Fehlverhalten von den Frauen ist, dass einige Frauen oder viele Frauen von ihren Häusern rausgehen, ohne Erlaubnis des Mannes. Und Allah subhanahu wa ta'ala allgemein sagt er zu der Frau, bleibt in euren Häusern und macht nicht Tabarruj, was ich einmal in einer Khutbah erklärt habe, Tabarruj von Jahiliyyah, das Fehlverhalten von Jahiliyyah. Was war das? Dass sie sehr oft aus den Häusern rausgegangen sind
und dass sie, wenn sie rausgegangen sind, nicht mit der richtigen Bedeckung rausgegangen sind. Und hier sagt Schiff Nam Temiya, die Frau ist es nicht erlaubt, aus ihrem Haus rauszugehen, ohne Erlaubnis des Mannes. Und wenn sie das tut, dann ist sie eine Nashiz, was ich eben erwähnt habe. Nashiz bedeutet, dass sie sozusagen sich erhöht gegenüber dem Mann. Und dann ist sie eine Sündigerin, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie hat gegenüber Allah gesündigt und gegenüber dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesündigt. Einige denken, was ist dabei? Ich gehe doch immer, wenn ich will. Ich brauche doch keine Erlaubnis von meinem Mann. Es ist doch keine sozusagen Visum oder so weiter. Sie machen sich lustig über dieses Verhalten, aber das ist eine Sunna. Über die Sunna darf man sich nicht lustig machen. Im Gegenteil, guck mal, die beste Gesellschaft, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam selber erzogen hat, ist die Gesellschaft von Sahaba. Hat man von schlechtes Verhalten gehört? Hat man, was üblicherweise passiert, hat man gehört. Aber so ein Verhalten, was wir haben, hat man das gehört? Nein. Warum? Weil die Männer Männer waren und die Frauen Frauen waren. Heute will man die Rollen vertauschen. Man will den Mann zur Frau machen. Man will die Frau zum Mann machen. Dann ist das logisch, dass sehr vieles schlecht ist. Und sehr viele Scheidungen kommen. Und sehr viele Unzufriedenheit gibt. Und kein Segen in den Häusern ist. Deswegen ist ein sehr wichtiges Verhalten, das korrigiert werden sollte, dass die Frau soll wissen, dass ihr Mann ein Recht hat und dass ihr Mann, dass sie eine Erlaubnis von ihrem Mann braucht. Erlaubnis in viele Angelegenheiten, vor allem das Rausgehen. Dann das fünfte Fehlverhalten von der Frau gegenüber ihrem Mann, das Intimbereich und dass sie, dass er ein Recht hat, mit ihr zu verkehren, dass sie ihm dieses Recht nicht verwehrt oder ablehnt. Manche denken auch, man macht das so, wie man selber Lust hat. Das ist falsch, auch ein Fehlverhalten. Warum? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn der Mann seine Frau ruft zum Bett und sie lehnt das ab, und er schläft und er ist zornig auf sie, werden die Engel sie fluchen, bis der Morgen kommt. Das bedeutet, kommt etwas näher, das bedeutet, dass ein Recht, der durch dieses Heiraten erlaubt wurde, und dass ein Recht gegeben werden sollte, weil man heiratet, um sich zu schützen. Und wenn ein Mann, und auch genauso die Frau, wenn sie sich nach Koran und Sunna hält, Allah hat Verhalten verboten. Der Mann darf nicht auf eine andere Frau schauen. Der Mann darf nicht sozusagen sich vermischen mit anderen Frauen, damit er nicht auf das Verbotene schaut. Und dass er nicht eine Unzucht betreibt. Aber Allah hat eine Tür geöffnet, wie er seine Gelüste in Halal bringt. Und dann kommt das Fehlverhalten von der Frau und verbietet ihm den Halal. Was kann dann passieren? Dann kann nicht nur das Fehlverhalten von der Frau kommen, dann kann es auch zu Fehlverhalten vom Mann führen, dass er entweder aggressiv wird, falsch behandelt, sozusagen, oder zum Haram schaut, oder, wal'iyadu billah, kann auch schlechter kommen. Deswegen muss dieses Bedürfnis gestillt werden nach dem Halal. Allah sagt, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Diejenigen, die Gläubigen, die sind diejenigen, die ihre Geschlechter hüten, außer gegenüber ihre Frauen, den Allah erlaubt hat. Den Halal-Weg. Der Prophet Muhammad erklärt das als Sadaqa, eine Wohltat, wenn man in Halal-Weise mit seiner Frau verkehrt. Deswegen ist das ein sehr schlechtes Verhalten. Und manche denken, sie bestrafen ihre Männer damit. Damit er das nächste Mal
besser zu ihr sein wird. Das ist Fehlverhalten. Nicht das ist die Art und Weise, wie man korrigiert. Und man bestreitet nicht, dass von Männern vieles korrigiert werden sollte. Aber wenn wir korrigieren, dann mit dem Koran und Sunna. Nicht mit der Ungehorsamkeit. Ich kann nicht ein Fehlverhalten mit einem Fehlverhalten korrigieren. Deswegen sollten wir zu Koran und Sunna zurückkehren. Und das Bett ist ein Recht von dem Mann. Das soll gewährt werden. Auch wenn man nicht die Lust dazu hat. Und das ist ein Recht, den man geben sollte. Und dann zuletzt, weil jetzt nicht mehr viel Zeit gibt, rede ich über Fehlverhalten von sozusagen Geldsachen bei der Frau. Kurz und knapp gesagt, der Prophet Muhammad hat verboten, dass die Frau von Geld von des Mannes ausgibt, ohne sein Erlaubnis. Deswegen gibt es ein Fehlverhalten bei Frauen, dass sie zum Beispiel Geld nehmen und verschwenden und das kaufen, was der Mann nicht akzeptiert und so weiter und so fort. Und denkt, das ist Haushalt, ich mache Haushalt und so weiter und so fort. Nein, es muss mit Absprache, es muss mit Erlaubnis, darf nicht etwas gekauft werden, was nicht der Mann erlaubt. Der Prophet Muhammad hat sogar das Geld der Frau selber, ihr Geld, darf der Mann sowieso nicht anrühren, darf er nicht davon nehmen, aber ihr Geld darf sie nicht davon ausgeben, ohne Erlaubnis vom Mann. Wenn sie sich mit ihrem eigenen Geld irgendwas kaufen möchte, muss sie Erlaubnis von ihrem Mann haben. Auch wenn er nicht das Geld nehmen darf für sich oder für die Familie. Das ist ihr Geld, das wird bewahrt. Aber, dass sie sich irgendwas kauft, was der Mann vielleicht nicht akzeptiert, auch nicht. Deswegen, Geld von ihrem Mann und ihr eigenes Geld darf sie nicht ausgeben ohne Erlaubnis vom Mann. Und auch eine letzte Sache, viele Frauen verlangen sehr viel von dem Mann, was nicht in ihrer Möglichkeit ist. Und das darf man nicht. Allah sagt im Koran, لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةٍ. Soll jeder ausgeben. Das ist seine Verpflichtung, der Mann ist verpflichtet auszugeben. Von das, was in seiner Rahmensmöglichkeit ist. Und wenn jemand nicht so eine große Rahmensmöglichkeit hat, dann soll er ausgeben, was er kann. Dann sagt Allah SWT, لا يكلف الله نفسا. Allah SWT verpflichtet keine Seele, إلا ما أتاها, außer was Allah ihr gegeben hat. Wie kann jetzt eine Frau verlangen, was der Mann nicht hat? Und das Recht der Frau muss auch verstanden werden nach Koran und Sunna. Das Recht der Frau ist, dass sie unter einem Dach ist. Und das ist ja die Frau. Und dass sie gekleidet wird. Und ist ja auch gekleidet. Dass sie was zu essen bekommt. Und die Familie was zu essen bekommt. Sie hat was zu essen. Aber was verlangt sie? Sie verlangt manchmal mehr als das. Und wenn es in Rahmensmöglichkeit des Mannes ist und er kann das geben, das ist Ihsan, das ist gutes Verhalten. Aber dass sie ihn dazu bringt, Fehlverhalten zu machen und das, was er nicht in seiner Rahmensmöglichkeit ist, auszugeben, das ist ein Fehlverhalten. Und sagt der Prophet Muhammad, das Erste, was zur Vernichtung von Söhnen Israels geführt hat, war, dass die Frau, die Frau von dem Armen verlangt hat, was die Frau von dem Reichen verlangt, von ihrem Mann. Das heißt, sie will mehr und sie will sozusagen Wohlhaben und so weiter und so fort und der Mann ist arm. Und das hat auch dazu geführt, dass manche Leute sich Geld leihen, Zinsen machen oder was weiß ich, zu Fehlverhalten hat das auch geführt. Deswegen sollte man sozusagen zufrieden sein mit das, was Allah ihm gegeben hat und sozusagen dem Mann nicht mehr von ihm verlangen, was in seiner Rahmensmöglichkeit ist. Was sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam wa sallam.